Mit Star Citizen. Was aber leider. So, bist du schon irgendwo drinne? Nee, das Spiel ist so klein. So wie dein Penis. Eyo! Kraft gerade irgendwie gar nichts, das Game. Mach mal ganz kurz. Das geht nicht auf Full. Da kann man sich doch auch einen Headshot geben. So. Jetzt hat es es gehabt. Okay, danke schön. So, ich würde sagen, ich join dann schon mal Friends. Wait, what? Der war voll. Nice, Sir. Nicer Dicer. Wie geht's, ihr Scheißer? Aber was ich noch liebe, wenn einfach Sachen irgendwie verschwinden, einfach so. Ja, ich mag das auch sehr gerne. Letztens der beschissene Brief. Ja. Der ist einfach verschwunden. Dann tauchen die einfach wieder auf, weißt du? Einfach so. Das in deiner kleinen Wohnung eigentlich, ne? Da ist was gerade voll. Ich warte jetzt kurz und derzeit mache ich die Text mal drauf. Ja, das scheint erstmal zu reichen. Ich spiele das ja gar nicht mit Controller, ne? Warum hatte ich den Controller fest, Alter? So. Ich hab dich invited. Da steht's. Wir join Samuels Porte. Bist du? Auf Port Olisa. Warum war ich gar nicht da? Da war's voll. Ah, jetzt. Yes! Direkt ausgenutzt, Alter. Einer raus, direkt gejoint. So muss das sein. Immer schön volle Server und so. Das Spiel muss leben. Ja. Ja! Und zwar auch so. Weißt du, was noch fehlt in dem Spiel? Sexpuppen. Nutten. Einfach Nutten. Aber es werden ja noch keine viel mehr Charaktere da sein. Erst mit 3.5 und dann kann man ja über weiteres sprechen.
Ich werde aber es fehlen noch andere Rassen. Ich finde, andere Rassen wären noch krass. Ja, die werden noch kommen. Die sind ja alle vorgestellt schon. Die wirst du, glaube ich, alle in Cyborgs und was weiß ich noch alles. Also Alien-Rassen und sowas, ne? Ja, so die auf jeden sexy, Fall. Sexy, blaue Aliens. Geilen, ersten, knappen Sachen an und dicken Titten, Alter. Ja, also jetzt nicht nur sexy, sondern auch fette Leute, die fett sind, und muskulöse Leute, die muskulös sind, dünne Leute, alte, dreckige Leute, reiche Krüppel. Leute, Krüppel von mir ist auch noch so mit ohne Arm. Mit ohne Arm, Alter. Mit ohne alles. Ja, ja. Ja, das wird noch kommen. Ich glaube, die fokussieren erstmal auf, dass das funktioniert alles, und dann kommt so Vielfalt rein noch. Wir machen jetzt mal Grundbau, ne? In 3.5 kommt jetzt die neue Stadt auch rein. Bin ich schon mal gespannt. Diese Neonstadt, also die würde ich mir gerne mal angucken. Ja. Da wird bestimmt super viel los sein, da crashen die Server dann immer, wenn wir dahin fliegen. Was hab ich denn an Geld? 5,3, ne? Ja. Ist okay. Wenn ich die Personal Mission machen würde, dann hätte ich ein bisschen mehr. Ja, aber du hast ja jetzt. Weil die sind weg wieder. Oh, die hätte ich direkt machen müssen. Ich glaube, nächste Woche ist alles wieder weg. Achso, ja. Kann man noch ein bisschen Blödsinn bauen. Du wirst wieder rumgeschossen, Alter. Apropos, ne? Warum fliegen die ja nicht zu einem Planeten hin, der einfach viel besser ist als so ein Nuttenplanet wie Port Elisa? Hier kommen die ganzen Noobs, die starten hier und die knallen die dann ab. Mal sehen, ob ich werde wieder in Lorville starten. Ja, warum? Hast du da aufgehört? Ja. Dann haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich bin noch im Ladebildschirm, keine Ahnung, ob es abgestürzt ist oder nicht. Dann fange ich schon mal an mit einer Bounty-Mission. Mach das. Your ship has been delivered to the following landing pad. War doch so lange, hier mal ein Flugzeug rauszuholen. Eine Hose oder was, ey? Wenn wir letztes Mal gerade hat. Ja, BD02, ne? Bin ich hier wieder drin in diesem komischen Bug, Alter. Kandul Chips are all OP. I give 30k to all anybody. Okay, Mr. Riesling. Das war nett. Wo ist mein Schiff? Das wurde doch gerade angezeigt, ne? Stort, Alter! Mach mal ganz kurz. Your ship has been delivered to the following land. So, da sind wir auch wach, Leute. Solange Daten da ist. Oh, da liegt ein Buch. Nice. Erstmal strecken, in der Rüstung lässt sich schwer schlafen.
31 Millionen, fast 32 Millionen Kilometer entfernt. Ja, das ist ja kein Problem, würde ich sagen. Kommen wir erstmal mit dem Aufzug hoch. Im Ground Floor. So. Bis wieder. Oh, jetzt ist gleich mit dem Zug los. Wenn er denn fährt. B07. Noch was? Ich bin jetzt im Zug, aber da steht die Party in 0 Sekunden und der fährt nicht los. Ist jemand vor die Schiene gesprungen oder hat er vor dem Zug gesprungen? Kann sein. Schon die Entwickler vom Spiel. Der fährt nicht, wie viel ist der? Train in Transit. Jetzt geht die Tür zu, wenn ich aussteige. Fuck you zu, fuck you. Oh mein Gott. Und dann kommt der andere. Oh, 60 Sekunden, Alter, ich fass es nicht. Setz mich hin. Mir wird das ganze Interface einfach nicht angezeigt. Oh, so, der Zug ist da. Also bei mir dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen wohl. Schon mal was anfangen. Spaceport, ne? Perfekt, da will ich hin.
Aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, hier mit der Bahn durch die Gegend zu fahren, ja. Weil ich sehe den Himmel und weiß genau, wo du bist, David. Dann fliege ich. Ja. Die dauert jetzt eh noch ein bisschen, ne? Ja, ja. Losgeflogen, ne? Ne, ich bin gerade ausgestiegen. Bin jetzt Spaceport. Gerade jemand mit dem Päckchen an mir vorbeigegangen. Noch einer, der knallt die Leute hier ab. Freelancer ist noch irgendwo im Weltall. Ach ja, stimmt, du hast die ja auf Port Elisa geparkt, ne? Hangar 04. Boah, hier ist einer nackt dabei. Failed, Alter. Oh, ich mach zu wenig Spaß. Okay, jeder macht haut die Mission. Letzte Money, Alter. Kriegst du am meisten und musst nur einen killen. Und wie viel da die ganzen Leute getötet haben, Alter, dann haben wir nur 1800 bekommen. Ja. Super viele Leute hier in dem Hangar, Alter, what the fuck? Nach Levski muss ich. Wo ist denn Levski? Fliege ich auch nach Levski. Meet Riku auf Levski. Ist schon am Fliegen, ja, ne? Wie geht's los erst, ey? Wo ist Levski? Levski, Levski. So.
Bisschen lästig, als wäre ein Delamar. Da ist es doch. Ich sehe es nicht direkt an. So, jetzt muss ich noch die Atmosphäre verlassen, Alter. Wollte ewig hier rauszukommen, Alter. Das sind für einer. Das gesehen? Halleluja, wie das Ellen aus. So. Pawlewski? Ja. Okay. Ich bin jetzt 75 Kilometer hoch. Ich bin gleich aus. Ich drück den falschen Knopf! War aber knapp, Alter, ey.
verlassen die Atmosphäre von Lorville. Lasst uns alle beten, dass wir ankommen werden. Okay, on my way. Sehr gut, Daniel. Overclocked. Krass aus. Oh, lol. Mein Arsch. Hey, wie komme ich jetzt zu diesen Typen dahin? Wieder runter, ne? Question. Mein Gott. Das dauert noch ein bisschen, ey. Ohne Witz, hier komme ich zu Rocco. Wie der Typ heißt, im Nuttenkopf, ey. Da habe ich leider keine Ahnung von.
machst du gerade so eine Delivery-Mission oder was? Keine Ahnung, irgendeine Mission. Ja, der war das doch von eben, ne? Das ist ein Typ. Borehole Station. Wo soll die überhaupt sein, Alter? So, Hälfte haben wir geschafft. Cool, ich bin aus einer Flugzeugmesse auf Levski. Andere Flugzeuge? Sogar Fahrzeuge. Echt? Enter Driver Seat. Das ist schon echt geil. Cut this black is you. Immer noch 10 Millionen, Alter. Ey. Sieht doch geil aus.
gefunden. I've seen your face around these parts before. We get our fair bit of traffic, but I make a point of knowing who's who. Fuck. Jetzt zappt das schon wieder raus, wenn ich hier fast am Ende bin, oder was? Muss ich das Spiel gerade ficken? Da ist noch alles da, ey. Zappt das ohne Grund raus, Mann. Then you'll be wanting to see me. Name's Re- Echo. I see to the boring fizzly bits for most of the miners in the area. Dig site claims, equipment orders, ore transfers and the like. For most jobs, the terminal will set you up. But if you're after something with a bit of heat, setting you up with something now, to me direct. Nothing too big, but it'll let us see how we feel about working together. Sound all right to you? Great. I'll take a scan through now. Here are the details for you. 100 Kilometer entfernt. Ja, Mann. It's all yours. Keep your wits about you. You hear? Pickup site, 2 Millionen Kilometer entfernt. Alles klar. Delivery Mission anscheinend. Danach kriege ich 5000. Ja, ich komme jetzt runter und dann können wir Freelancer nehmen. Sehr gut. Nehme ich mal Land, damit ich aus dem anderen System raus bin. Ah, hier ist der Waffenshop. Nice, nice. So, geschafft, Alter. Ah, gibt's da Waffen? Ja, ich glaube, hier gibt's ziemlich jede Waffe. Bin ich mal gerade vorbei. Kannst du deine Waffe tragen? Ja, ich kann mir die angucken.
EWG ist ja ein bisschen nach der Lage, ne? Ja, wo bist du, Alter? Ich bin im Aufzug untergefahren bei der... Bei der Statue? Ja, bei der Statue. Jo, was geht? Endlich, Alter. Hast du endlich geschafft herzukommen, er hätte lang genug gedauert. Ja, Mann. Wo hast du denn die Waffen hier? Waffen sind nicht hier. War hier drinne. Okay. Aha. Das sind die Sniper Rifles, das ist die fette Railgun. Ich suche. Ah, hier gibt's echt viele Waffen, Alter. Ich suche einen Energy Rifle. Von den Energy Rifles gibt es SMGs und LMGs, ne? Muss auch drauf achten. Ja. Ballistic Energy. Das ist der Klamottenladen, so ein Kiosk oder sowas. Ekelhaft. Kauft der hier Blumen?
Position ist voll günstig, ey. Gewählt. Sind alle ausgewählt. Okay, dann können wir gehen. Okay, auf geht's. Gerade einfach rum. Was sind Tambrils Cyclon? Bestimmt nichts Wichtiges. Wo bist du? Hinter dir. Bei mir steht auch einer hier im Boden, Alter. The fuck, was gerade? Wimpsen sind vielleicht nur so schnell wie mich verlassen, Alter. Sonst ist schon wieder vor mir, obwohl ich hinter mir was. Was ist los? Der Aufzug steht da vor uns. Und ich schätze zynisch auf. Oh Gott, das nächste Gefängnis oder was? Der Weg hier, Alter. Knopf, drück den Knopf, da kommt er da. Komm hier nicht rein. Und 3-4 Mal, Alter, komm schon. Du bist sehr, wartefreundlich. Okay, können wir einen anderen Aufzug versuchen. Okay, drück du. Klappt irgendwie nicht so ganz. Kleine Aufzüge stehen hier mit offenen Türen, Alter. Are you fucking serious? Mit deinem Aufzug funktioniert da irgendwas? Nö. Eine Treppe. Muss es so eine Treppe geben, ey. Ich hoffe, es brennt, Alter. Nutzt doch keiner den Aufzug. Ist die Bohrlochstation. Also das Spiel ist aber sowas von geil. Nice. Bin ich immer tief an den Berg. Verdammt, ich will hoch.
wir jetzt echt sterben, oder was? Dass du nicht deine Waffe in der Hand halten, glaube ich, ne? Ich habe mich umgebracht, das ist mir zu doof. Raff es nicht. Black Screen, der schwarze Bildschirm des Todes. Exit to the main menu. Auch Black Screen die ganze Zeit. Ach, suchen wir uns einen neuen Server, Alter. Das war eh ein Franzosen-Server. Ach, vorhin hat das Stream gesehen. Nice. For Honor. Ja, kann ja vielleicht mitspielen, ne? Joinst du gerade? Ja, ja. Oh, da klopft glaube ich hier an deine Tür. Ach so, echt? Egal, ich zock jetzt. Die Wichser von gegenüber haben einfach mal einen Balkon, ey. Wir hatten Joe mal abgefuckt. Und dann noch so zur Sonne hingerichtet, weißt du? Bei mir ist jetzt gerade Schatten. Wie viel haben wir jetzt? Ja, okay. So nachmittags. Ah, ist doch scheiße hier. Also ich glaube, das Spiel funktioniert gerade nicht, ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl gerade. Ich bin jetzt gerade im Ladescreen und das hängt einfach. Wir sind, seit einer Stunde sind wir jetzt dran und ich weiß nicht. Ah, jetzt passiert irgendwas. Oh Gott, ey. Are you there? Ich bin da. Joint Friends 50 von 50, ich könnte abkürzen, Alter. Sind die Server alle voll oder was? Ja, 50 ist auch nicht gerade viel, ne? Ich. Ja, aber es gibt so viele Server, Alter. Wir müssen 200 drauf, das wäre richtig nice. Und dann müsste da auch nicht dieses Warpsystem oder dieses Quantumsprung sein. Sondern mehr so eine, wie bei Cowboy Bebop, so eine Art Quantumbrücke, weißt du, wo die ganzen, wo so eine richtige, so eine Art Autobahn ist oder sowas, wo du dann alle da reingehen und dann. Ja, für so richtig weit entfernte Sachen, ne? So wie Lorville oder so. Ja, ja. So, jetzt kann ich joinen. Die Bitches sind wieder draußen, Alter. Ich hab die genommen, Knick gebrochen, Alter, und vergraben.
Ist für was besser. Ja. Ja, ist ein bisschen serverabhängig. Wir haben auch alle nur Französisch gesprochen, naja. La Baguette, Croissant, la Marmelade. Schrecklich. Ich will auch zu Habitation in Tangas, oder nicht? So, ich mache auf. Oder Grand Barker, wie das heißt, ist doch hier vorne, ne? Grand Barter, oder wie das heißt, das ist auf jeden Fall unten. Ja, man hat das überlegt gerade gar nicht. Ah, ich war oben, Alter. Okay, jetzt war ich natürlich noch unten. Fuck. Ja, der leckt gar nicht, das Ding. Ne, doch schnell aufgebaut alles. So, wir sind wohl schon oben, sagst du? So, ich hätte einen Vertrag. Ey, das ist schon abgelaufen. Dann kommt sie gerade hochgefahren, Alter. Ich nehme nochmal diesen Vertrag hier an und geh mal gucken, ob es noch was gibt. Noch. Kannst du da unten warten? Hey. Ruf schon mal auf Freelancer. Hangar 2. Nein, Hangar 2. Ich habe schon beide Waffen auf dem Rücken. So will ich das sehen. Hey! I was hoping you'd swing round again. Looking for work, yes, my friends. Ah, then you'll be wanting to see me. Name's Recco. I see to the boring fizzly bits for most of the miners work in the area. Dig site claims, equipment orders, ore transfers and the like. For most jobs, the terminal will set you up. But if you're after something with a bit of air on it, best to talk to me direct. If you'd like, I can see to setting you up with something now. Nothing too big, but it'll let us see how we feel about working together. Sound all right to you? Oh oh. Nichts gemacht, ne? Ist abgestürzt. Oh mein Gott! Ich hab nichts gemacht, ne? Lol, es gibt ja voll. Da wo du warst, Alter, da gibt's ja so Speed Racer, Alter. Credits kosten die. Boah, also gerade macht das ganz wenig Spaß. Null Schritte, mehr Elan. Ja, keine Ahnung, wie das Handy überhaupt dann hier hingekommen ist, ohne Schritte, ne? Ich weiß, labert das. Richtig geiles Wetter draußen, ne? Richtig nice. Lol, hier gibt's ein fucking Halo-Auto, Alter, wo du hinten aufmachen kannst, dann kann sich deiner reinstellen mit einer Waffe. Mhm. Zwei sitzen vorne.
cooles Interface. Also das kann ich mir geil vorstellen, mit den Fahrzeugen rumzufahren, ey. Mit dem Raumschiff ein. Ja, heute ist irgendwie kritisch, ne? Boah, die Prospector hat aber ein cooles Cockpit, ey. Kann ich mich nicht da reinsetzen? So, ich wurde sogar direkt vor dir gespawnt. Ist doch nicht wahr, Alter. Du lässt dich auf uns, ey. Ey, muss ich die Quest eigentlich nochmal annehmen? Boah, was ist das denn für ein großer... Cutlass Black? So groß aus, Alter. Jetzt hab ich dich mal irgendeine Quest. Achso, ich muss wahrscheinlich einfach nur mit dir quatschen, ne? Was sie sagt, ne? Ich weiß es nicht. So, das ist die Mission wieder. Alles easy. Ja, komm mal rein.
Warum verkauft er so viele Aurora, ey? So, ich bin fertig, Daniel. Alles klar. Können wir jetzt los, ne? Ja. Der Aufzug auch, oder? Hier funktioniert alles. Ohne Murren und Knurren. Der leise Aufzug oder so. Noch Hangar 2. Hangar 2. Hangar 3, Hangar 4. 2. Du bist hier? Ja. Name wird nicht angezeigt. Du hast keine Waffe am Boden, ne? Ich habe auch keine Waffe. Keine gekauft? Nee. Warte, das Money, nächstes Woche das Update kommt, ist kein Money mehr da. Und auch keine Waffe. Oder? Ja, nö, gar nichts. Oh, Zwillinge arbeiten hier, ist ja nett. Drillinge, Vierlinge, das gehen die auch dazu. Nee, Zwillinge. Ja, der ist schwarz. Freelancer. Aber man müsste hier noch, keine Ahnung, so Graffiti drauf machen können oder irgendwas. Was? Auf dieses schöne Ding macht man kein Graffiti drauf. Ja. Wird die noch mehr probieren, wenn's geht. Chromebook hier, Alter. Achso, ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht, ne? Achso, dann muss ich fliegen, ne? So, schauen wir mal, wo es hingeht. Was ist mit dem beschissenen Kissen hier los? So, ruf mal den Dude an, der soll mal hier alles klar machen. Ei, ei. Erstmal. Power on. Control. Levski. Los, Eslin Mecken, sag was. Okay, we are free to launch. Ist auch offen gewesen gerade, meine ich. Also ich guck mal, ob es offen ist, ja. Ist offen, oder? Los, Felix. So, ist offen, kannst los hoch. Sehr gut, ich bin zufrieden. Bei diesem Hippie bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, was der erzählt. Alle Systeme laufen perfekt. Starte für den Hyperraum. Quantum Travel.
Oh mein Gott, 20 Millionen Kilometer entfernt, wo fliegen wir da hin, Alter? 20 Millionen, Alter? Ich würde mich schnell ins Bett legen, aber das ist jetzt mal schief gegangen. Boah, ich mach mir mal ganz schnell einen Kaffee, ja? ich will auch einen Kaffee, Alter. Ich hab vor lange keinen Kaffee mehr getrunken. Da bin ich wieder. Oh, endlich mal entspannt fliegen, oder? So. Kaffee, Alter. Warte mal jetzt schon. Eben 20 gesagt, ne? Wir sind jetzt bei 5, Alter. Alles. Gegen ja, Flot. Auch die Freelancer, Alter. Ging ja flott. Ah. Oha, Alter. Oha, Captain. Der Scheiße gebaut. Tür aufgemacht. Angst, sie wieder zuzumachen. Hey, wir sind wieder safe. Safe! Oh, da sind wir aus dem Sprung raus, ja. Das war ein bisschen laut, ne? Was müssen wir überhaupt machen? So, wir müssen, weiß ich nicht, Pickup irgendwas. Delivery, ich glaube, wir müssen so ein Paket abholen aus der Nähe. Also keine feindlichen Gesinnungen.
überhaupt nicht. Was sehe ich nach vorne? Das sieht aus wie eine Raumstation. Cool, müssen wir da hinfliegen? Ist ja nice, Alter. Sieht so aus. Kann man da anrufen? Ruf da mal an. Haben wir jetzt ein Landing Pad? Er hat nur gesagt, please proceed. Ich weiß leider nicht, wo diese Dinger sind. Denn hier die Landestation. Du mal da an. Aber eigentlich sollte das keinen Unterschied machen. Eben hat es auch geklappt. Ich habe gar keinen Channel. Das ist dieser RRQL5. Ja? Ja. Ja, kein Landing Device, ne? Nee, aber hat irgendwas gesagt. Doch, auch mal, jetzt hat er was gesagt. Da vorne ist es. Ah, das ist klar. Fliegen wir da rein oder was? Krass, kommt auf einmal hier. Rest and relax. Sind wir, Alter? Warum kommen hier noch andere die ganzen Holographen-Dinger her? Ich höre doch gerade irgendwas von wegen, komm hier hin. Ach, da und was. Da kann man also doch hier landen. Alter, lande doch, du Nutten! Erstmal das Landing hier rausholen. Hab ich doch schon links. Ich weiß nicht, was der hier macht gerade. Geglattet oder was? Nein. Sieht so aus. Okay, so eine Landestation gibt es anscheinend hier nicht. Ah, jetzt aber. Jetzt Landing complete. Have a pleasant stay. Hast du dich. So. Raus hier. Waffenfreie Zone. Das Schiff auch was gemacht? Ja. Ach, okay. Wie es hier aussieht, Alter, voll die Hologramme und so. Voll nice, ne? Ava. Big Benny, so muss das nämlich sein. So, pick up cargo. Ganz schön schön. Ganz schön schön. Da kommt er doch. Nutten auf Zug. Mega leise Dinge. Pad 2 gehe ich mal von aus. Ne, wir sind auf Pad 2. Lobby, Alter.
So, das sieht doch krass aus hier, ne? Echt cool aus. Hier vorne müssen wir hingehen. Hallo. Ach, der hat auch so eine Kiste. Und da wollen wir uns abholen. What can I do for you? I'm okay, just working. So, jetzt habe ich mein Paket mit Mineralien. Alles klar. Können uns aber noch ein bisschen umschauen hier, falls du willst. Ja. Nice, Sackgasse. Geh mal kurz hier hoch, Alter. Da geht's auf jeden Fall lang. Rest and relax, take in the view. Okay, sollen wir uns mal die Aussicht angucken? Oh, schön. Einfach mal Weltraum. Ja, sind da keine Geschäfte oder sowas? Ich glaub nicht. Hier ist nur so ein Haltestopp. Parken. Shit. Hier geht's aber auch noch lang. Was ist denn hier? Hier ist ein Geschäft. Was aber? Ah, hier ist ein Klamottenladen. Ja, so Cappies und sowas hier. Normale Hosen, ja krass. Paket, wo ist mein Paket hin? Das ist weg, mein Paket. Oh, nee, natürlich. Reinlassen. Ja. Siehst du das? Das liegt eigentlich hier irgendwo. Nee, das nicht. Ja, wo bist du hin? Ja. Chef, ob ich noch ein Paket kriege. Das heißt, die Mission ist verkackt. Das Paket einfach mal in den Boden reingejumpt ist, ey. Ernsthaft? Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab's hingelegt. Komm rein, Schatz.
Ja, das ist natürlich, geil. Quantumspulen so. Holen. Ja, oh, toll. Und jetzt, ey, heute läuft ja gar nichts. Weil ich die Mission wird mir noch angezeigt, obwohl ich die nicht mehr machen kann. Ja, es macht sehr wenig Spaß gerade. Ich verstehe, ne? Das ist doch echt bitter. Oh, hier gibt's auch Waffenladen, also hier gibt's auf jeden Fall auch jede Menge Shit. Warum gibt's hier eine weitere Tür? Warum kann ich einfach hier zu dir reinkommen, Alter? What the fuck? Hallo, ich bin der Verkäufer. Ja, pass an. Kannst du nicht eine neue auswählen? Mission habe ich von der Frau angenommen. Muss ich mit der reden. Die war 20 Millionen Kilometer entfernt. Wo wir jetzt eigentlich hätten hin zurückgehen müssen, aber okay. Aber okay. Das ist doch einfach kacke. We're sorry. You exceeded the allotted time to depart. We will have to return your ship to storage. Siehst du das Paket da noch, oder was? Ja. Ne, ich sehe das nicht, es wird aber blau angezeigt, ne? F-Spams oder so? Hab ich noch alles gemacht. War das fast eine Glatze? Ah, jetzt nicht mehr. Ist mit denen, ne? Wie klappt das? Total, Alter. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, ne? Ja. Wenn wir jetzt zu der zurückgehen, funktioniert das überhaupt? Ich kann die Mission nicht abbrechen. Keine Accepted Mission, nix. Hier habe ich die Mission. Bei History. Ich würde sagen, wir fliegen einfach zu dir zurück.
Freelancer und Pad L5. Landing Pad 5. Hangar 01, Landing Pad 04. Fakus Landing Pad 05. Auf der anderen Seite. Was fährt da gerade, Alter? Ich hab bei mir stand gerade oben was in Rot. Ja. Eine Fehlermeldung, ja. Hier sein, oder? Nee, Quatsch. Blöd, wieso? Ein Freelancer ist doch da 200 Meter entfernt. Hier steht at R&R QL5 on pad. Ja, nehmen wir hier das hier. Mal gerade wieder anziehen, sonst sterbe ich wahrscheinlich. Die steht schon mal nicht. Keine Ahnung, wo die steht. Steht keine Nummer, steht einfach on pad. So, ne? Kann diesen Scheiß nicht bedienen. Nur ein Kreuz. Ein Kreis. Nicht, Alter. Misk Freelancer on Pad. Auf welchem Pad sind wir gekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht Pad 3 oder so? Merken soll, Alter, was ist das hier für ein Saftladen? Echt, ey. Was da? Hier sind wir noch hergekommen, ne? Mal einfach rüberspringen. Auf der anderen Seite. Station. Können wir rüberfliegen? Ja, ne? Fliegen, wir ja. Schon. Wir müssen mit dem Aufzug fahren. Oh mein Gott. Fliegst du gerade? Nicht so wirklich. Da in die Ecke gefallen. Jetzt komm. Yes, Alter. So. Das aussieht, Alter. Holt euch das Hologramm, Alter. Warum fliegst du da drüber? Ich verrecke nicht, ey. Lass die Freelance doch. So, geschafft. Gar kein Problem. Wo bist du? Komm jetzt ab hier von dem Puffplaneten. Komm mal. Keine technische Probleme, Alter.
Einfach durch die Ecke gekommen, Alter. Fucking Bullshit. Machst du? Oder? Dass das nicht funktioniert hat, ist fucking Bullshit. Ja, will das Paket in den Boden rein, ey. Paket irgendwie platzieren oder was? Hast du dir so Klamotten angeguckt? Ich hab's auf den Boden gelegt und dann ist es da reingefallen. Da ist der voll behindert, ey. Wo wird denn hier. Müssen wir dem Bescheid sagen? Ich stand nach 20. Nö. Ich stand nach 20 Millionen Kilometer irgendwo. Wo ist der Scheiß? Levski war das, ne? Jo. Jo. Auf zurück nach Levski, Alter. Oh. War der Kaffee zu stark? Boah, das war zu hart, das Zeug aus Brasilien, Alter. So, wo war denn Levski? Levski ist irgendwo auf Del Mar, ne? Levski, Set Destination. Auf geht's! Das sieht schon nice aus. Ja, wäre cool, wenn das der Rückweg wäre. Das war der Rückweg. Ja, irgendwie schon. Nur ohne Paket, ne? Das Paket hast du einfach da liegen lassen, ey. Ich hoffe, das funktioniert. Das Problem ist halt, ich muss das Paket in diesen Automaten reindrücken nachher. Nice. Lange dabei sind's. John Rico. Nee, wir sind erst seit ein paar Tagen dabei. So richtig auf jeden Fall. Ja, seit dieser Woche, ne? Haben wir mal in Star Citizen reingeschaut. Ist ein ziemlich gutes Spiel, hat zwar viele Bugs, aber. Wie du weißt, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Jo, wahrscheinlich. So, wie weit müssen jetzt eigentlich fliegen? 13 Kilometer. 13 Millionen, meine ich. Das geht schnell. So sieht's aus. Oh, ist das bitter, ey. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie, David. Ansonsten muss ich das Paket abholen bei den Alten. Und da konntest du eventuell können wir auch beide die Mission machen. Stimmt, warum nicht? Nochmal. Da müsst ihr sowieso zwei Pakete dann geben.
Was war das denn? Delivery oder wo hast du die gefunden? Es gab eine Personal Quest, wo ich mit dieser Frau auf Lesky sprechen musste. Na, habe ich nicht. Genau. Und das hätte mir halt fast 5000 gebracht, aber. Und ist die denn jetzt noch da? Die ist nur noch in meiner History. History ist gar nichts. Ja, du hast die Mission noch nicht angenommen. Mahlzeit. Was sind deine Personal Quest? Ich hab keine. Wie, du hast keine? Ist nix. No, no contract available. Man muss doch Ziele in seinem Leben haben. Nee, nee. Soweit kommt's noch, ey. In 2 Tagen schon. Was in 2 Tagen? Da kommt das neue Update. Ich hoffe, es kommt in 2 Tagen. Das wäre mega cool. Ja. Ja, Geld ist gerade egal, das stimmt. Aber man muss ja was zu tun haben hier im Universum, oder? Ja. Die meisten bauen nur noch Scheiße und schleichen sich auf Schiffe. Oh, wo haben wir denn? Irgendwo rechts, oder? Was mit dem Quantum Travel? Geht der nicht mehr? Ist kaputt. Ist kaputt. Guck mal irgendwie so weg vom Planeten und versuch nochmal zu toggeln. Oh. Schlag mal hinten auf dem auf die Quantum-Spule drauf. Ja, das Beste, glaube ich. Du hast draufgeschlagen, hat funktioniert auf jeden Fall. Ja. Fast gestorben, aber hat funktioniert. B könnte helfen, ja. So. Bin ich denn hier? Ein fette Asteroid, Alter. Oh, ja. Bin sogar. Was ist denn das? Wolltest du nach Lesky, Alter? Halber zerstörte Planet hier. 80 Kilometer entfernt, Alter. Naja. Freuen die meisten sich immer drüber. Und letztens auch einen ungebetenen Passagier. Der hat sich nicht mehr gefreut. Haben wir mit der fetten Railgun haben wir den zerstört. Mr. Levski. Ja, ja, 30 Kilometer noch vor mir. Da muss ich noch hin. Ja, fürs Landen musst du dann wohl wieder anrufen, ne? Weil du siehst ja dann nicht das Landing Pad. Also ich kann es mal versuchen, vielleicht siehst du es ja. Aber diese blöden Station hat es eben nicht funktioniert. Kein Problem. Ich will als Co-Pilot das machen können, weißt du? Ja. Kann ich denn? Können wir mal was anderes ausprobieren? Na, ich weiß nicht, dann sterben wir, dann ist alles kacke. Was denn? Ich will Power ausmachen, Alter, von den Dings hier, Turbinen und so. So. Müssten ja eigentlich die Odyssey. Ich habe ja sogar Odyssey Phantom Dinger drin, ne? Am besten, Alter. Also laut dem Shop, wo wir eben waren, der hatte keine besseren. Wahrscheinlich gibt's in Lorville noch krassere. Frag mich nur, wenn man Schiffsteile aufbessert, mit natürlich Credits, ob die bestehen bleiben, die Teile, oder ob die auch zurückgesetzt werden beim Server.
Ist alles zurückgesetzt. Doof. Da fliegt einer weg. So. Schauen wir mal nach, was die Leute so zu sagen haben. Im Hangar angerufen. Aber ich sehe den selber nicht mal. Oh, Alter, jetzt trinkst du Kaffee, musst du rübs und inne. Werden auch gewiped, die verlierst du sogar, wenn dein Schiff claimst. What? Ist ja läppsch. Was? Weißt du, kaufst du dir so eine fette Quantumspule für 30.000 Credits, Alter? Claimst du dein Schiff, ist das weg. Aber das ist doch nicht so gewollt, oder? Das wird doch dann später anders sein. Warum sagt ihr mir nicht, wo ich landen soll? Was ist denn hier für ein Puff, ey? Hast du da angerufen? Ja. Guck mal nach rechts. Da sind auch noch Hangar. Einer von uns ist doch keiner offen, Alter. Ruf nochmal an. Können wir gleichzeitig anrufen, Alter. Ist der Kiffer. Kiffer? Durcheinander bekommen. Ja, hast du sie mal gesehen, der da dran ans Telefon geht? Achso. Das ist richtiger Bob Marley. Levski Landing Control. Nice, look at that. Got a hangar free, that's perfect. Da geht irgendwas auf, ich spritter jetzt da rein. Hab ihm das gehört. Oh boy. Jo, wie du da reinfährst, Alter, ey. Oh snap, Alter, ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, wir fahren durch. Okay, alles klar. Grafikbug. Mach dieses Self-Learning nicht mehr. Hab ich das Ding draußen oder nicht? Ich weiß es nicht, ne? Ja, ist draußen. Ach, später kann man die einzelnen Parts auch noch versichern, Alter. Ist aber richtig schwer, wird das alles hier ganz schön viel Credits kosten. Safely landed. Ich sag mal hallo Nina. Auch wenn die Smileys was ganz Besonderes sind. Request Combat Assistant Payment 20.000 Credits per Minute, Distance 21 Millionen Kilometer entfernt. What? Jemand hat einen Auftrag gesetzt. So. Wo kann man denn diese Aufträge nachsehen, die Leute selber setzen? Ja, echt? Wollen die dann ein, da ist schon wieder Combat Assistance Payment, ja, hat er schon wieder rausgehauen. Ja, wenn es so schön ist, um wahr zu sein, ne, sollte man skeptisch sein. Ja. Ich hoffe, die Alte hat jetzt auch wirklich noch die Mission für dich. Wo bist du? Achso, ich bin drin. Kannst du hochfahren. Was geht denn ab im Chat? Soll angeblich nicht teuer werden. Was soll nicht teuer werden? Die einzelnen Parts von den Raumschiffen zu versichern. Okay. Also entweder ist es eine Falle oder da schieben zwei Leute gerade ein bisschen Geld hin und her. Ach so, also das kann man also nur über Beacons. Das sind ja selbst erstellte Aufträge. Kann man sich das Money hin und her schicken. Und das auch kann man sich kaufen, so ne? Bank oder sowas geben. Habe ich einen scheiß Knopf gedrückt? Ja, wir fahren. Weil wenn du die diese wirklich großen Schiffe holen willst, wo so 80 Mann plus drauf könnten,
Dann wäre es ja cool, wenn man zusammenlegen könnte. Ja, das mit dem Aufzug nochmal runterfahren. Oh Gott, mit den Horroraufzügen. Soll ich hier oben bleiben? Ne, du kommst mit, willst du auch den Auftrag annehmen. Achso, okay, wenn ich das kann. Sieht einfach zu krass aus, ey, guck dir meine Waffen an. Heftig. Hast du mit dir geschossen mit der neuen Waffe? Nee, noch gar nicht. Nur noch machen. Okay, fühl mich zum Schotter, wo ist die alte? Ach, ist das die, die bei den Bohrungsstationen ist? Ich sag mal ja, aber wissen tue ich jetzt nicht, was du meinst. Steht da ein Schild drüber. Alter, wie oft wollen die das noch anpreisen? Hier, Bohrhole Station. Oh, meine gute Frau. Dein Paket verloren. Ist im Boden drin. Dreh dich mal um. Wartet nur ein Bein, Alter. So wirst du später auch aussehen können, wenn du stirbst, wahrscheinlich. Und eine Hand. Lol, die Cyber-Roboter. Ah, then you'll be wanting to see me. Name's Reko. I see to the boring fizzly bits for most of the miners. Ich sprich mit mir, als wenn ich zum ersten Mal mit dir rede. Claims, equipment orders, or transfers and the like. Warten, bis du fertig bist. For most jobs, the terminal will set you up. But if you're after something with a bit of air on it, best to talk to me direct. If you'd like, I can see to setting you up with something now. Nothing too big, but it'll let us see how we feel about working together. Sound all right to you? Ja, finde ich super, Alter. Great. I'll take a scan through now. Ich find's geil, dass man alles, was hier so rumliegt, gut erkennen kann und so. Here are the details for you. Junge, kannst du mal aufhören, die zu behelligen? Ich brauch auch mal die. Ich muss die reden. Quatscht die ganze Zeit. Ja, schön die, ey. So, die. Zum Glück die gleiche Mission nochmal. It's all yours. So. Okay. Jetzt. Keep your wits about you. You're here. Hallo. Guten Tag, Frau. Kann ich mit dir reden, ne? Doch, das kommt jetzt. Ja. What are you doing here? Figured you'd be out finishing up the contract by now. Geh mal weg von der. Die denkt immer noch, du bist hier der. Ich? Ich quatsche mit dir. Nein. Natürlich, musst du mit der. Kann den nicht ansprechen. Drück jetzt den roten Knopf. Also, ich kann die auf jeden Fall nicht ansprechen. Ich hab keine Personal Mission. Klar, so eine sexy Frau. Pretty bitch, ey. Kein Bock auf dich. Die ist schon in dich verliebt. Egal, dann machen wir die für dich, die Mission. Ich hab sowieso noch. Ja, das ist das gleiche, glaube ich, wieder, ne? Levski. Lass das Paket nicht fallen, setz dich nirgendwo hin, Alter, ey. Ja, wir gehen es einfach abholen. Dann gehe ich ins Raumschiff rein. Ich setz mich nicht mal hin, Alter. Den Weg kennst du ja zurück, ne? Achso, ja genau. Den Weg zurück kann ich auch selber setzen dann, genau. Das ist ja kein Problem. Ne, ich hab schon verloren. Und wir sind ja Brüder, deswegen lasse ich ihm den Vortritt. Er ist ein Jahr und ein Tag älter als ich. Der kann sie haben. Ja, super nett von dir. Kannst du dir schön die Roboterhand gönnen, Alter. Ja, da hab ich auch gerade dran gedacht, Alter. Schön zärtlich, ey. Steht die auf naja. Vibration. Ja, ja. So. Weißt du, auf welchem Hangar wir gelandet sind? Nee. Hangar 3 steht hier. Wo steht er? Bei dir? Wo ist Hangar 3, Alter? Hier ist Hangar 3. Der Aufzug ist sogar noch da. Es gab doch noch so ein Planet, wo wir hingegangen sind. Wo war das doch mal? Wo es jetzt abgefahrene Klamotten gab. Abgefahrene Klamotten? Ja, da wollte ich mir nämlich diese Schuhe kaufen. Ich habe immer noch diese komischen Springerstiefel. Die
Ich hab guck den nach unten. Ich überlege gerade. Also wir waren in Lorville. Lorville nicht. Grimhex. Grimhex? Kann gut sein, ne? Geshoppt. Wo haben wir noch geshoppt? Wir haben hier in Levski haben wir geshoppt. Doch, es war bestimmt Grimhex. Grimhex passiert immer nur Scheiße, wenn wir da hinfahren. Ja? Ja, mit dem Piraten und so. Ja, Klamotten und Planeten sind eigentlich nur Hursten, Lorville sein oder Levski. Ja, dann, also planetenmäßig war es dann echt eine der beiden. Wenn es die beiden nicht waren, dann muss es Grimhex gewesen sein. Aber da gab es geile Schuhe. Ja. Ding oben auf, ruf mal an, Alter. Sag dem Pothead mal, der soll mal Ding aufmachen. Ein zweites Zuhause. Erstes bestimmt hier in Hursten, ne? Bei den reichen Leuten. Hast du mal Bescheid gesagt hier? Ja, der redet gerade mit mir. Aber scheiße, der Typ. So, der hat gesagt, you fly safe, okay. Ich guck mal gerade oben aus dem Dach raus. Ich kann ja schon mal die Destination setten. Wo wollten wir nochmal hin? Vergessen. Ach, so, also das Dach öffnet sich gerade nicht. Dann rufe ich den mal an. Schon richtig hardcore dämlicher Typ. Eben war das Ding direkt auf, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, was der labert. Und kein Ton. Den an. Sag dir Bescheid, wenn es offen ist. Grimhex ist dein zweites Zuhause. Bei mir ist es Lorville, aber nur weil die mich auch nie weglassen, ey. Jedes Mal, wenn ich aus der Atmosphäre austrete, da die 100 Kilometer und die 30 Millionen zurück nach Richtung Grimhex, passiert irgendein Shit. Ich weiß nicht, das Spiel stürzt ab. Ich springe aus Versehen aus dem Flugzeug raus. Mit meiner Hornet, ey, da hab ich einfach mal den Eject ausprobiert und bin mitten im Weltall. Ah ja, schon viele Fails. Und jedes Mal wache ich auf Lorville auf. Aber ich find's geil. Coole Stadt mit cooler Infrastruktur. Ja. Hat er jetzt was gesagt, der Boy? Jo, ist offen. Kann's raus. Jetzt nicht mal lieber. Was macht der? So, wo geht's denn hin hier? You fly safe, okay? Das ist echt so. Wenn wir gleich das erledigt haben, könnten wir eventuell mal bei den Drogen vorbeischauen, ob wir ein bisschen Widow kaufen können. Ja, okay. Alle, die da warten, töten wir. Wir hätten letztes Mal auch töten müssen. Ja, Alter! Die kommen als Riesenschiff da an, das ist so ein kleines Pisserschiff, Alter. Johnny Rico, vielen Dank für den Sub. Ja, Mann, danke für den Sub. Die hätten auf jeden Fall töten müssen. Die hatten bestimmt ganz viel Weed dabei. Wir hätten irgendwie aufnehmen können. Ja, genau. Da haben wir direkt mal eine Frage an dich. Wir haben letztens Drogen kaufen wollen. Und an der Station waren halt schon welche. Wenn wir die jetzt zerstört hätten, wäre deren Ladung noch vorhanden, dass wir die einsacken können. Weil als wir dann am PC waren und wollten was von dem Widow kaufen, war nichts mehr da. Die haben wohl alles aufgekauft gehabt. Wir konnten dann nur noch dieses komische Toxin, was uns nicht wirklich Profit gebracht hat. So, wie lange fliegen wir jetzt nochmal? Das war richtig. 20 Millionen, ne? Aber es ging eigentlich recht schnell. Okay, wir fliegen irgendwie drüber weg. Oh Gott, hast du das falsch ausgewählt? Ja, ist aber direkt daneben, also. Keine Ahnung.
Mir ist einfach okay, also man hat dann einen Teil der Ladung kann man dann doch eventuell wieder noch aufheben. Aber wer weiß, ob das noch aktuell ist, ne? Alles klar. Kann man ja mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Ich glaube, dein Quantum-Spul-Gedöns, das dauert ein bisschen lange, ne? Nicht durch die Overclocken, ja. Naja, wir hätten trotzdem töten sollen. Ja, ich overclocke die jetzt, Alter. Ich meine, das waren kleine Minischiffe, wir hätten einfach... Weiß ich nicht. Alter, zwei, drei Schüsse, ey. Zwei, drei Schüsse, wir hätten ihn ein bisschen rammen können. Dann wäre okay gewesen. Warum ist denn nur eine der Odyssey-Dinger an? Das andere steht mit 0. Ups. Jetzt ist es auch wieder nur eins. Aha, okay. Hat mich geflaxt, das Spiel mal wieder. Warum sind wir. Ach so, müssen jetzt noch weiter, ne? Ja. Auf diesem Planeten? Mhm. Da eben waren wir noch auf der Raumstation. Ja. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier landen. Wenigstens konntest du die Mission nochmal neu starten, so gesehen, ey. Warum hast du überhaupt eine persönliche Mission, ey? Hast du ihre Kontaktdaten aufgenommen oder was? Na, alte Verfassung. Ich hab auch eine persönliche. Racing. Racing? Und Investigation. Stürzen ab, Leute! Aber gar nicht viel Money, ne? Investigation 805 Credits. Und Racing 1750. Jedenfalls die, glaube ich, jetzt eine Questgeberin und ich glaube auch sogar einen Shop oder sowas. Kann ich was bei der kaufen? Jo, richtig viele Missionen sind. Seit wann haben wir Investigation-Missionen, Alter? Blackbox Recovery, Missing Person, Missing Crew, Retrieve Blackbox, Search for Missing Crew, Searching for ASAP. Wir ja, gleich mal gucken, ob bringen wir die noch. Bringen nicht viel Money. Oder vielleicht Folgequest oder so. Hier, Missionary, Break-In at Career, 875 Credits plus Bonus. Oh, was ist das hier für ein komischer Ort? Ganz schön viele Missionen. Aber wie sollen wir denn da landen, ey? Irgendwie? Ach, das ist einfach so ein... Ne? Bitte? Von außen sieht es irgendwie heiß aus auf dem Planeten, ey. Kannst du hier landen? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Okay. Ganz smooth gelandet. Bin ich jetzt gelandet? Ich hoffe doch. Ich glaube schon. Bist du nicht gelandet? Ich mach dir dann hier hinten die Klappe auf. Was? Warum? Wofür? Ja, wenn du mit der Kiste kommst, dann kannst du keine Treppe nutzen. Ach so, okay. Ist sie schon offen? Jetzt ist sie auf. Oh, sie passt aus der Planet, richtig Wüsten. Ah, da ist ein Stein, ne? Deswegen sagt das jetzt gerade ein bisschen, aber egal. Ja, sag doch, der sieht heiß aus, der Planet. Irgendwie. Sag mal von außen gar nicht. Kann ich jetzt mal eine Waffe rausholen? Sag mal, Non-Weapon Zone. Geil aus, Alter, endlich mal auf so einem Planeten. So. Wo ist der beschissene Eingang? Oh, jetzt hab ich einen fetten Lag. Buddy joined your channel. Oh. Hallo? Was ist denn nur wieder? Bist du frisch unten an den Seiten? Ja.
ist. Ekelhafte Pflanze war das, Alter. Hast du auch einen Döner gegessen? Nö, nee, wir sind danach zu so einem türkischen Supermarkt gegangen, haben uns also Uludag und so geholt. Achso. Uludag? Uludag, keine Ahnung, Alter. Das kriegst du gar nicht aus. Uludag? Ja, Mann. Das ist einfach nur Uludag. Ja, genau. Das ist ja. Was gehst du eigentlich einfach nur so in die Wohnbasis rein ohne mich, Alter? Machst du jetzt gerade die Tür zu, ey? Achso, ich guck mich mal hier ein bisschen so um. Ja, wir würden gerade noch ein Paket abliefern. Ja, ich gucke euch ein bisschen zu. Ja, nice, also nice. Ja, weg da. Wo ist das Paket? Da ist so ein Pickup, ein Drop-Off. Direkt vor dir, Alter. Kannst du ja mal ein bisschen erklären, so den. Ohne Shits. Was soll ich erklären? So, wo es aussieht und so, das Pickup-Ding, so halt so macht und so. Hier, die liegt einfach hier rum, die Scheiße. So. Aber das ja, ist einfach nur ein doch. Paket, ist ja nichts drin oder so. Ja, wir haben auf einer. Auf dem Planeten. Det hat eine persönliche Mission. Da haben wir auf dem Planeten, hat er mit so einer alten Frau geflirtet. Nur weil er auf ihre Prothese stand. Und die hat ihm einen Auftrag gegeben, 20 Millionen Kilometer entfernt. Auf diesem Wüstenplanet, wo wir gerade sind. Wir sollen da ein Paket für die abholen. Und das tun wir jetzt und bringen das zurück. Das bringt richtig viel Money, hat er gesagt. Also die persönliche Mission bringt sowieso immer mehr Money, als die sich jeder abgreifen kann. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch alles funktioniert, ne? Denk dran, den steck hinten ein. Du bist dir auch sicher, dass ich das zurück, dass wir das zurück nach Levski bringen, oder? Ich glaube schon, 2 Millionen Kilometer ist es entfernt von hier aus. 2 Millionen ist aber... nicht unbedingt, die ist irgendwann 20 Millionen. Ja, du guckst einfach gleich mal in die Richtung und dann sag ich dir, ob das richtig ist. Voll die geile Atmosphäre, Alter. Ich kann mal voll jumpen. Ja? Oha, ich hab direkt 180 Puls. Lass mal rein. Kein Scheiß. Wenn du stirbst, wieder alles vorbei. Mach die Luke zu. Ich bin bei deinem Herzversagen gestorben, ey. Ja. So, willst du das jetzt echt hier abstellen, oder was? Nein, ich stell mich da vorne neben dich, während du das Flugzeug fliegst. Alles klar. Das Problem ist, ich weiß nicht, wohin. Ja, muss sich gleich drehen. Steig erstmal hoch. Dann musst du, glaube ich, eine 180-Grad-Drehung machen. Muss das Paket die ganze Zeit halten? Eben habe ich es gedroppt, dann ist das in den Boden reingefallen. Ah. Naja. Irgendwie und dann war die Mission halt verkackt, ne? Und ich hätte eigentlich 5.000 oder so dafür bekommen. Jupp müsste Levski sein. Echt? Sind wir nicht eben 20 Millionen geflogen? Warum ist das denn jetzt? Hast du wirklich 2 Millionen gelesen? Ich glaube, wir sind jetzt auch schon. Ne, wir sind noch nicht in Outer Space. Kannst du einfach B drücken, dann, wenn das blau angezeigt wird. Halt's lieber fest, ne? Ja, halt's lieber fest. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann wäre das. Katastrophe. Und ich glaube, wenn das Spiel jetzt fertig wird, dann wird das halt so eine Erfahrungsmission sein, wie du halt so eine Art Reputation bekommst, ne? Stimmt, von den einzelnen Leuten. So diesen Chefs der Basen, ne? So gesehen. Ja, von den Leuten halt, die dir halt die Mission geben, ne? Ja, dann verdienst du bestimmt auch mehr Geld, je höher dein Ansehen und sowas, kriegst du bessere Missionen. Ja. Ja, ja, das kann gut sein, dass das solche Missionen sind. Muss man nach rechts fliegen, ja? Okay, er sagt, also John Rico sagt, eigentlich sollte man das bedenkenlos... Flieg mal nach rechts. Nach rechts? Links. Rechts. Hast B gedrückt? So, ich drück B. Jetzt ein bisschen runter. Runter, nach links. Runter. Ja. Das da. Das da? Ja. Komm, 70.000 Kilometer? Nein, 2 Millionen. Daneben muss das sein.
Genau da, wo du hinguckst. Aber es ist auf der anderen Seite des Planeten, ne? Deswegen musst du einmal rumfliegen. Dann fliegen wir erstmal einmal rum. Haben wir hier irgendwo einen Punkt, wo wir ein bisschen rumfliegen können? Da können wir hinfliegen, 80.000. Ja. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ja, also das ist keine Lichtgeschwindigkeit. Also man ein bisschen Entfernungen in Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist Quantum. Aber guck mal nach links, nach unten, genau unter uns ist das. Runter, 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 runter. Stopp. Da ist es, genau geradeaus. Berlin? 64.000 Kilometer. Da steht bei mir 1,9 Millionen Kilometer. Okay, aber in die Richtung erstmal, ne? Vielleicht musst du dann, ich kann ja, glaube ich, mal... Willst versuchen, das hinten in... Drop das mal aber hinten in den Frachtraum, ne? Okay, ich hab's gedroppt. Es liegt jetzt am Boden. Okay, guck mal, ob das dann noch liegt, wenn wir in den Quantumsprung gehen, Alter. Ich hab F1 gedrückt und dann braucht er natürlich zwei Hände. Also bei Missionsgebern in Area 18 bekommst du 10k Missionen. Ich glaube, er muss eine Route setzen, weil zu weit weg. Ja, ich setze jetzt die Route. Also liegt hier. Also wenn du willst, kannst du ja auch starten. Ja, genau. Das sticht mal gerade an, das Steuer. Nee, du solltest das nicht dahin legen, Alter. Es ist mir aus der Hand gefallen. Setz dich einfach mal direkt hier. Dahin, Alter. Ich setz mich direkt drüber. Ich fass das nicht an, Alter. Sonst packt das noch irgendwie. Das ist mir aus der Hand gefallen, sagt der. Anstatt dass er das in meinen riesen Lagerraum setzt, Alter. Aber darum sehen wir auch immer so in Lawville oder auf manchen Stationen die Leute mit Paketen rumlaufen, ne? Weil das bringt richtig Money, Alter. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich das Paket hinbringen soll. Accepted. Ja, das steht da wahrscheinlich nicht, ne? Musst du einfach... Ja, deliver to Levski. Ja. Also doch Levski, das hätte ich ja auch machen können. Ja, hättest du direkt mal machen können. Dann komm runter mit dir, ich will nach Levski fliegen, Alter. Ich bin heute noch gar nicht geflogen. Nice. Hat er ja doch recht, Levski war richtig. So. Levski, ja, da kamen wir auch her, ne? Levski ist auf welchem Planetensystem? Delamar, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, hieß Delamar. So. Das ist auf dem Planeten. Ja. Mal pissen. Good to know, Noah. Good to know. Was ist? Jo. Du kannst das aber auch über das Steuersystem vor dir machen, ne? Achso, das habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Viel einfacher auf jeden Fall. Ach, da ist es. Da sehe ich diese kleinen Punkte nicht. Also erst müssen wir nach QM01. Wenn ich direkt nach Levski gehe. Ja, okay. Was spult das so langsam hoch, Alter? Du musst den selbstständig hochfahren. Links ist der doch, Quantum Spul. Ja, macht er gerade. Ja, dann geht's nämlich schneller. Ja, aber der ist jetzt schon dabei, soll ich jetzt... Ja, wenn da steht Spul Quantum, dann kannst du es machen. Wenn da steht Turn Off, dann natürlich nicht. Ja, diese Calibration dauert lange, die Spooling ist schon fertig. So, dann würde ich sagen, los geht's.
Das war's schon? Nee, nee. Also ja, für den ersten Teil. Das hat lange gedauert, ey. Der nächste Punkt ist da hinten. Jetzt noch 1,8 Millionen Kilometer. Na, guck mal, jetzt geht das voll schnell. Warum hat er denn für dieses eine so lange gebraucht? Kalibrierung hat echt lange gedauert für diesen Punkt. Komisch, auf jeden Fall. So, geht's direkt nach Levski oder was? Erstmal zum Planeten. Und dann nach Levski. Ich musste das mit 3 Punkten setzen. Oder hat der halt noch mit 3 Punkten gesetzt? Oh ja, da. Willkommen zurück, nur. Guck mal, wie schnell da, ey. Also das Raumschiff ist schon nice, ey. Das ist auch ein guter Server hier. Also nicht so, dass der ruckelt, so wie du das letztens gesehen hast bei dem Stream. Ja. Ja. Hier läuft's ja. Levski ist links. Ja. Okay, okay, okay. Okay, okay, Raumschiff, was ist los? Kommt's klar? So, wird mir gerade noch rot angezeigt, ne? Doch, das. 118 Kilometer. Musst du. Ah, jetzt. War ein Cooldown drin, ne? Ja. Dass man das auch macht, ne? Nur für 50 Kilometer mach ich Quantum Travel, Alter, ey. Ja, geht halt schneller. Oder hätte mehr machen können eigentlich. Viel mehr. Ja. Too close, sagt er mir jetzt an, wir fliegen jetzt einfach drauf zu. Guck mal, da ist ein Raumschiff da neben uns. Oh. Und da fliegt es vorbei. Wusch. Lol, unser Fuel ist bei 75%. Ganz Hin- und Herfliegerei hat uns richtig viel Geld gekostet. Mhm. Und dann treten wir mal in die Atmosphäre ein. Ich bin mal gespannt, ob jeder Planet, wo man Leben drauf findet, ob die alle so beschissen aussehen wie der hier. Und der eine war ja ganz cool, ne, mit der Wüste und so. Aber die sind ja alle tot bis zum geht nicht mehr. Der mit der Wüste, ja, der war echt cool. Die könnten halt einen. Für einen Dschungelplaneten oder sowas. Ruf ich mal gerade das Landing Service an, hier den alten Kiffer. Ah, der Hangar. Gerade nichts. Ah, jetzt. Hast du ein Paket in die Hand genommen? Ja. Ist okay. Extra groß. Touchdown! So. Alle Systeme offline. So, wohin damit? Wo geht's überhaupt raus?
Ja. Perfekt. Wir haben es fast geschafft. Elevator ist gerufen eigentlich. Dieser Elevator ist so leise, ne? Man hört den nicht kommen. Ah, jetzt kommt er. Richtiger Ninja-Elevator. Rein mit dir. Fahr hoch. Customs. Er muss da schon richtig den Knopf drücken, ne? Echt? Reicht nicht, wenn ich einfach auf den Namen klicke? Ne. Thieves ja, kürzen mir das jetzt einfach aus der Hand nehmen. Ne? Ja. So, wir müssen jetzt zur Statue, da den Aufzug runter und dann. Oh Gott. Müssen wir, glaube ich, dort sein, oder? Müssen wir wirklich runterfahren? Die alte war doch da. Ne, wir müssen wirklich runterfahren, alles klar. Rein spaziert. Ich weiß nicht, ob die alte das haben will oder dieser Typ, der an dem Schalter steht. Müssen wir gleich mal schauen, aber erstmal müssen wir runter. Mal weg da. Bedrückt. Ah, kommen wir hier raus. Sieht voll geil aus, wenn man runterfährt. Fast geschafft. Oh, der Server macht nicht mehr lange. Oh oh. Wieso? Glaubt, John Wick glaubt das. Kommt neuer John Wick Film raus, ne? Ja, Mann, freu ich mich schon. Ja. Oh, ich hab grad einen fetten Lag. Sollen wir dann gleich noch ein bisschen Fauna spielen, oder was? Noah? Ja, Mann. Wird dann David seine Meinung nicht gefallen? Nö. Uninteressant. David verdient ja gerade das Geld, weißt du? Ja. Kriegst du nichts davon? Nee, nee. Das ist seine persönliche Mission, die er angenommen hat. Da verdiene ich nichts mit dran. Wo? Oh. Ah, hier musst du es abgeben. Ich extra. Achso, da rein tun. Ja, ich sehe sogar, wie das Display sich ändert. Und reinlegen. Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Wird es klappen oder nicht? Oh, es sieht gut aus. Und so. Money wird transferiert. Wird gecheckt. Ist es das Paket? Ist es keine Bombe? Daumen hoch. Ja, super. Nice. Hat funktioniert. Habe ich jetzt Money of the Bank. Yes. Ja, im dritten Anlauf oder so hat es eigentlich funktioniert. Boah, du bist ein richtig hässlicher Typ, ey.
Was ist hier für Adern überall? Was guckt da aus dem Arm raus? Halt voll die Pillen, die liegen Asthma, ja, Inhalator. Ritzen in so einem Karton. Weil er richtig viel Drogen, der Typ. Ja. Ist ja ein Hospital oder was für die ganz armen Leute. Der Hammer, das ist wichtig. Junge. Yay! Ja Mann, wir haben es geschafft, ey. Ja, Mann. Krasser Dealer ist das. Ja, stimmt, das ist ein krasser Dealer, ne? Kann ich dir meine Waffe rausholen? Gib mir deine Drogen. The hell you want? Oha, der hat mich beleidigt, ich bin weg. Ich hab Angst, der tötet mich sonst. Okay. Was zum Sam so gebogen hat. Gut, haben wir eine Mission geschafft in 2,5 Stunden. Nice. hast du Chat nice. Gelesen, David? Von dem gibt's auch persönliche Missionen. Ja. Die bringen bestimmt ein bisschen Money, Alter. Der vertickt. Ja, mal reinschauen, was diese personal Missions noch so haben. Ich habe keine mehr. Ist okay. Easy. Ja, ich hab nur halt diese belegen. Sowieso nicht so viel. Gut, drauf. Ich würde sagen, wir. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir switchen jetzt mal. Genau. Wir werden den Stream kurz beenden, in vorne einsteigen. Genau. Du hast 60 Euro für die Sekiro bezahlt, ne? Nee, 38. Nee, doch 38 Euro. So. Wir sind gleich wieder online mit einem anderen Spiel, falls ihr zusehen wollt, könnt ihr es ruhig machen. Falls nicht, sind wir. Bestimmt die Tage wieder mit Star Citizen da. Yes. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Subscriben. Danke, John Rico. Bis zum nächsten Mal.